Professor Rainer Neubert engagierte und sich in seiner Heimatstadt Zwickau jahrelang für den Bereich von Bildung, Kultur. Beispielhaft sei die Gründung der und Leitung des Deutsch-Tschechischen Literaturbüros an der Westsächsischen Hochschule zu nennen. Die Organisation von deutsch-tschechischen Literaturtagen und die Mitwirkung bei der Herausgabe der tschechischen Bibliothek in 33 Bänden. Besondere Erwähnung verdienen die ehrenamtlich angebotenen Lesungen, die Professor Rainer Neubert seit 2003 in Zwickau durchführt. Gerade mit diesem wird ein Beitrag zum kulturellen Leben in der Stadt und zum Verständnis der Kultur mit unserem Nachbarland geleistet. Als weiterer Vorschlag wird hier Gotthold Schwarz genannt. Er wurde 1952 in Zwickau geboren. Zunächst absolvierte er eine Ausbildung als Buchhändler. Seine musikalische Ausbildung absolvierte er schließlich an den Hochschulen in Leipzig und Dresden als Kirchenmusiker, kehrte er vorübergehend nach Zwickau an die Katharinenkirche zurück. Es folgte eine musikalische Karriere, nicht zuletzt als Sänger und Dirigent, und Ende der 1970er Jahre wurde er zum Stimmbildner des Leipziger Thomanot-Chors und war in Folge mehrfach stellvertretender Thomaskantor. Von 2016 und bis 2021 war Gotthold Schwarz schließlich Thomaskantor. Gotthold Schwarz hat durch sein Wirken den Namen der Robert-Schumann-Stadt in alle Welt getragen. Dabei blieb er seiner Heimatstadt stets verbunden, was durch Auftritte exemplarisch belegt wird. So gestaltete er beispielsweise die Verleihung des Robert-Schumann-Preises der Stadt Zwickau im Juni 2021 und wird auch in diesem Jahr ein Konzert im Mai 2022 im Robert-Schumann-Haus geben. Die in der Ehrensatzung genannten Abstimmung im Ältestenrat erfolgte in dessen Sitzung am 8. November 2021 und vorgesehen ist, die Auszeichnung im Rahmen des Neujahrsempfangs vorzunehmen, der verschoben wurde, pandemiebedingt, und nun zunächst für den 15. Juni 2022 angesetzt wird. Gibt es Ihrerseits Diskussionsbedarf? Das sehe ich nicht, dann beende ich die Diskussion, stelle die Beschlussvorlage 52/2022 zur Abstimmung und frage, wer dieser Beschlussvorlage seine Zustimmung geben kann. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltung? Bei einer Enthaltung ist das somit beschlossen. Vielen Dank. Wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt 3.2. Beitritt der Tourismusregion Zwickau e.V. und der Stadt Zwickau in den neu zu gründenden Verband Chemnitz-Zwickau-Region e.V. Es ist die Beschlussvorlage 28/2022 und möchte hier ganz kurz nochmal dazu ausführen, dass, sehr geehrte Stadträte, der Gedanke, unser überregionales touristisches Marketing neu aufzustellen, nicht plötzlich entstanden ist. Bereits seit mehreren Jahren gibt es dazu Prüfungen, Beratungen und Workshops im Rahmen der Tourismusregion Zwickau mit ihren Mitgliedern. In der Förderpolitik des Freistaates Sachsen wird immer wieder ein Vermarktungskonzept einer anerkannten touristischen Destination gefordert. Ab wann eine Destination anerkannt werden kann, dazu hat der Freistaat klare Vorstellungen, was Übernachtungszahlen, Qualität, Service und Finanzausstattung angeht. Aus eigener Kraft können wir diese Kriterien in der Tourismusregion nicht erfüllen. Durch das Zusammengehen zwischen der Tourismusregion Zwickau, der Chemnitzer Wirtschafts- und Entwicklungsgesellschaft sowie dem Rochlitzer Muldental entsteht eine starke Kraft, die die Kriterien des Freistaates erfüllt. Die beiden Oberzentren Zwickau und Chemnitz sowie die umgebende Region rücken damit in einer Weise zusammen, wie das noch nie geschehen ist. Das wird eine überregionale Vermarktung auf hohem Niveau ermöglichen. Im Bereich der Fördermittel sowohl für öffentliche als auch für private Projekte erwarten wir die in der Vorlage dargestellten positiven Effekte. Damit steht ein erhöhter Finanzbedarf gegenüber. Hierüber haben wir im Rahmen der Vorberatung im Finanzausschuss intensiv diskutiert. In der aktuellen Zeit muss eine Ausgabenerhöhung einen Mehrwert bringen.
Dies sehen wir letztendlich für die Vermarktung unserer Stadt und erwarten eine deutlich bessere überregionale Wahrnehmung. Der Kultur-, Sozial-, Sport- und Bildungsausschuss hat sich auf seiner Sitzung am 10. Februar mit der Vorlage beschäftigt und sie bei einer Stimmenthaltung zur Beschlussfassung empfohlen. Der Finanzausschuss hat sich auf seiner Sitzung am 8. März mit der Vorlage beschäftigt und sie mit 2 Stimmenthaltungen ebenfalls zur Beschlussfassung empfohlen. Und ich möchte Sie bitten, dieser Beschlussempfehlung zu folgen. Und Frage in die Runde, gibt es hierzu von Ihnen Diskussionsbedarf? Ich habe eine Wortmeldung von Herrn Dr. Elsel und Herrn Kutzki. Ja, Frau Oberbürgermeisterin, Herr Lasch, meine Damen und Herren Stadträte, wie es der Zufall so will, oder vielleicht ist es auch kein Zufall, hatten wir das gleiche Thema gestern im Kreistag beraten. Und es bleiben nach dem Dafürhalten unserer Fraktion hier immer noch Fragen offen und Fragen, die wir vor allen Dingen kritisch sehen. Zum einen geht es um die Beitragszahlung. Der Landkreis zahlt diese, glaube ich, 34 Cent, die es am Anfang pro Einwohner gibt, für den kompletten Landkreis, also für rund 300.000 Einwohner. Und wenn die Stadt Zwickau diesem Verband beitritt, zahlt die Stadt Zwickau für diesen Teil, also für den Einwohnerteil, nochmal die gleiche Summe, beziehungsweise wieder diese 34 Cent für unsere 82 oder 83.000 Einwohner. Das heißt, de facto hat Zwickau zweimal bezahlt, rechnerisch. Das ist gestern nicht geklärt worden und das erschließt sich uns auch heute nicht. Zum Zweiten, Sie sprachen davon, dass Ausgaben auch Nutzen generieren sollen. Jetzt sprechen wir mal speziell das Thema Förderung an. Wie wird sich die Förderung aufteilen? Welchen Nutzen wird speziell Zwickau von den Förderungen haben? Ist es nicht vielleicht zu befürchten, dass bis 2025, Stichwort Kulturhauptstadt, das Geld Förderungsgeld hauptsächlich in Chemnitz landet? Auch diese Frage konnte uns bisher nicht beantwortet werden. Und die letzte Frage, die wir auch sehr, sehr kritisch sehen, welchen Vorteil hat explizit Zwickau durch den Beitritt, den wir nicht auch hätten, weil wir ja schon durch den Landkreis im Verband vertreten sind? Das sind Fragen, die wurden für uns nicht geklärt und insofern werden wir dem Antrag nicht zustimmen. Dankeschön. Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, meine Damen und Herren, um es vorweg zu sagen, unsere Fraktion wird der Vorlage zustimmen. Wir erwarten natürlich von den erhöhten Ausgaben eine bessere touristische Entwicklung und Vermarktung auch unserer Zwickauer Region. Nicht gefallen hat uns aber, dass der Beschlussvorschlag lediglich von 1.000 Euro Mitgliedsbeitrag für die Direktmitgliedschaft pro Jahr vorsieht. Liest man die Begründung, so muss man doch zum Taschenrechner greifen und den steigenden Mitgliedsbeitrag der Kommunen für die neue Destination berechnen. Ich will es hier mal sagen, aus bisher 13.500 Euro werden in den Jahren 2022-2023 40.500, in den Jahren 2024-2025 54.000 Euro und 2026-2027 werden da 67.500 Euro fällig. In der Mittelfrist ist das eine Verfünffachung. Hoffen wir, dass unsere Erwartungen erfüllt werden. Ich würde vielleicht ganz kurz auf ein paar Fragen vom Herrn Dr. Elsel eingehen. Also die Gründung der Destination ist unabhängig von der Kulturhauptstadt 2025 und natürlich wird das befruchtend sein, aber das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Die Kulturhauptstadt 2025 ist ein völlig eigenständiges Projekt, was nicht mit der Destinationsgründung in Verbindung steht. Wenn ich in die Beschlussvorlage in den Bereich Begründung gehe, wird dort ja durchaus aufgeführt, welche Vorteile man damit hat.
Also abgesehen von Höchstfördersätzen für eben aus touristischen Fördertöpfen, also etwas, worauf wir im Moment eben nicht zurückgreifen können, ist beispielsweise der Wanderwegebau, Beschilderung, touristische Digitalisierung förderfähig, genauso wie die, der Ausbau von Ferienwohnungen im Bereich von Lieder. Ganz entscheidend ist aber, dass ausschließlich den sächsischen Destinationen jährlich zwischen 450 und 600.000 Euro von der SAB zur touristischen Vermarktung zur Verfügung gestellt wird. Das heißt, ich sage mal, alles, was im Bereich Messeauftritte, Digitalwerbung, Printwerbung etc. pp. Dazugehört, das ist etwas, wo wir eine deutlich größere finanzielle Unterstützung erreichen würden oder überhaupt eine finanzielle Unterstützung erreichen würden, als das bisher möglich ist. Auch beim Bundesprogramm wie dem zur Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur sowie für Investitionen in nationale Projekte des Städtebaus verbessert die überregionale oder internationale Wahrnehmbarkeit die Aussichten auf Förderung. Also ich denke, alleine, dass man damit eben deutlich mehr überregionale Bewerbung machen kann, ist hier ein entscheidender Mehrwert. Ich habe natürlich auch die Erwartung an die Destination, dass in der Stadt Zwickau da auch die touristische Wahrnehmung stärker wird und wir natürlich auch mehr Touristen in die Stadt bekommen, die durch ihr Konsum, Übernachtung dazu beitragen, eben auch Wertschöpfung innerhalb der Stadt Zwickau tätigen zu können. Herr Lasch wird, glaube ich, zum Beitrag noch was sagen. Also ich habe versucht, das jetzt rauszufinden. Ich hoffe, ich habe es richtig verstanden und gebe es richtig wieder. Es zahlen diese einzelnen Beteiligten des Vereins diese Summen, die hier genannt sind, je Einwohner. Im Falle der kreisangehörigen Kommunen wird das allerdings aufgeteilt. Ein Teil zahlen die Kommunen, ein Teil zahlt der Landkreis. Im Fall der kreisfreien Stadt Chemnitz zahlt praktisch, weil da gibt es keinen Landkreis, zahlt die Stadt Chemnitz praktisch komplett. Aber sozusagen, es geht, die Einwohner zahlen nicht doppelt, sondern je Einwohner wird dieser Betrag erhoben. Nur im kreisangehörigen Raum setzt sich der Betrag einfach zusammen aus dem Teil, den die Kommunen aufbringen und dem Teil, den der Landkreis aufbringt. Habe ich das so richtig verstanden? Ich sehe Nicken bei den Tourismusexperten. Herr Forster und Herr Luther, bitte. Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, eine Frage von mir. In der Begründung steht, das haben Sie gerade angeführt, aus den touristischen Fördertöpfen erzielt werden. Und da steht zum Beispiel Ausbau von Ferienwohnungen, räumlich begrenzt auf die förderfähigen Stadtteile Hartmannsdorf, Oberrodenbach, Niederhöndorf, Schlunzig, Schnimmdorf, Grosse-Pöhlau, Rottmannsdorf. Jetzt meine Frage, da ich aus Mosel komme, haben die Bürger in Mosel Ausschlag, dass sie das nicht mit, sag ich mal, bedienen können, weil die würden natürlich dann, wenn das so wäre, in diesen Fördertopf für Ausbau von Ferienwohnungen gerne mit eingreifen würden? Nein, die Mosler haben keinen Ausschlag, sondern die Definition, was in das Liederfördergebiet geht, wird danach ausgelegt, man sagt ja ländlicher Raum, und als Bemessungsgrundlage nimmt man dafür die Bewohnerzahl pro Siedlungsgebiet, und da ist eben Mosel auch möglicherweise mit dem VW-Werk eben nicht als ländlicher Raum definiert. Wir versuchen das immer wieder, die Fördergebiete auszubauen. Es gibt ja noch andere umliegende Stadtteile, aber unter den derzeitigen Aussichten, was Fördermittel angeht, glauben wir nicht, dass wir eine Ausweitung der Gebiete erreichen werden. Nachfrage? Bedeutet das, dass wir für die gesamten Fördermaßnahmen jedes Mal das VW-Werk zu dem Stadtteil Mosel hinzuziehen? Nein, es geht lediglich um das Lieder-Fördergebiet und Mosel gehört nicht zu Lieder. Herr Luther, bitte. Upsala. Liebe sehr geehrte
Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen Stadträte, ich will nur ganz kurz das Wort ergreifen. Der Herr Dr. Essel hat ja schon berichtet, gestern im Kreistag war das sehr umfänglich ein Thema gewesen. Und es wäre sicherlich gut gewesen, wenn man heute vielleicht eine ähnliche Präsentation hätte bringen können, wie das im Kreistag gemacht worden ist, wo im Einzelnen erläutert worden ist, worum es eigentlich geht, die Standortbestimmung, was denn das eigentlich ist. Manches kann man aus dem Tagesordnungspunkt selbst erlesen. Dort steht: Beitritt der Tourismusregion Zwickau e.V. und der Stadt Zwickau in den neu zu gründenden Verband Chemnitz-Zwickau-Region e.V. und jetzt kommt es, als anerkannte touristische Destination in Sachsen. Es gibt viele anerkannte touristische Regionen in Sachsen. Erzgebirgskreis, Elbland, was weiß ich. Wir sind ein weißer Fleck, weil, um die Anerkennung zu erlangen, bedarf es einer gewissen Grundlage, 1 Million Übernachtung. Die haben wir als Zwickau nicht, die hat Chemnitz nicht, die haben wir nur jetzt in der neuen Konstruktion. Und das heißt, wir haben dann auch Zugang zu den entsprechenden Fördermitteln, die es da gibt. Zweitens, wenn man so etwas macht, braucht man dafür Geld, sonst hat es keinen Sinn. Denn wir wollen ja nicht werben, sozusagen Zwickau in der Nachbarstadt Glauchau, sondern wir wollen deutschlandweit, europaweit auftreten, um für unsere Region zu werben. Es würde auch keinen Sinn machen, aus meiner Sicht mit dem Erzgebirge zusammen etwas zu unternehmen, weil das Ziel Erzgebirge ist touristisch etwas völlig anderes als das Ziel Zwickau-Chemnitz. Wir sind eine Städteregion, eine Industrieregion. Und das sind andere Werte, die dort beworben werden sollten und müssen. Und aus diesem Grunde halte ich das für einen Gewinn und finde auch, dass das Geld, was wir hier einschießen, dass es auch wert ist. Aber ich würde genauso sagen, das, was gestern im Landkreis angeregt worden ist und was der Landrat bestätigt hat, was man machen sollte, man sollte zu gegebener Zeit, in 3 Jahren vielleicht, mal darüber reden, ob die Vorstellungen, die wir hier auf den Weg bringen, auch ihre Wirkung zeigen. Und dann vielleicht auch darüber nachdenken, ob das richtig ist oder nicht richtig, was man da tut. Ich bin optimistisch, dass es ein guter Weg ist und es deshalb werde ich und ich denke auch die Fraktion die Sache mit unterstützen. Dankeschön. Herr Dr. Elsen, bitte. Ja, vielen Dank. Bloß noch mal zur Richtigstellung. Auch wir haben gestern im Kreistag als Fraktion zugestimmt, dass der Landkreis der Destination beitritt. Was ich vorhin in meinem dritten Anstrich formuliert habe, wo ist der explizite Nutzen für die Stadt? Denn heute rede ich als Stadtrat und nicht als Kreisrat. Der kommt bei einer zusätzlichen Beteiligung. Wir sind ja über den Landkreis beteiligt, da haben wir ja zugestimmt, sagte ich ja schon. Wo kommt der zusätzliche Nutzen für Zwickau raus, indem wir nochmal als Stadt extra beitreten? Das hat sich bis jetzt auch aus den Redebeiträgen für mich nicht erschlossen. Also wir bekennen uns dazu. Ich glaube, wir sind auch ein wesentlicher Teil der Destination und es ist kein zusätzlicher Beitrag. Ich glaube, das hat Herr Lasch auch ausgeführt, sondern wir beteiligen uns eben mit dem Anteil, den die Stadt Zwickau hier leistet. Und ich glaube schon, dass Zwickau hier ein sehr, sehr großes Potenzial hat, sich touristisch noch deutlich stärker aufzustellen. Ich denke auch, dass wir durchaus viele Dinge in unserer Stadt haben, die auch eine überregionale Bedeutung oder auf Interesse stoßen können. Insofern ist es wichtig, dass wir Besucher in unsere Stadt bekommen, die hier unsere Einrichtungen besuchen, unsere Museen, unsere gastronomischen Einrichtungen und natürlich auch für Übernachtung sorgen. Und ich glaube, was Besseres kann der Stadt Zwickau gar nicht passieren, wenn es eine viel stärkere überregionale Präsentation gibt. Herr Leonard und Herr Wetzel. Ja, ich werde heute der Beschlussvorlage zustimmen. Ich bin der Meinung, Zwickau hat viel zu bieten, nicht nur gastronomisch, wie Sie eben angesprochen haben, sondern auch kulturell. Wir sind nur manchmal nicht in der Lage, das ordentlich zu bewerben und ich finde, mit der Beschlussvorlage hier sind wir da auf einem guten Weg und deswegen werbe ich um Zustimmung.
Zur Frage, warum die Stadt Zwickau dort beitreten will oder soll, wenn ich mich recht an die Ausführungen der Verwaltung im Finanzausschuss erinnere, dann hat das damit zu tun, dass eine bestimmte Anzahl von Körperschaften da mitmachen muss. Und da braucht es die Stadt Zwickau dazu, sonst würde das nicht aufgehen. Ja. Herr Dr. Schick, Herr Reinhold und Herr Itzig. Also ich habe zumindest so viel verstanden, dass wenn der Kreistag gestern beschlossen hat, die Stadt Zwickau als kreisangehörige Stadt jetzt ohnehin Mitglied ist. Wir würden jetzt als Stadt nochmal als Gebietskörperschaft nochmal extra mit einsteigen. Das kostet 1.000 Euro. Meine Frage wäre jetzt hier nur an dem Punkt, wir haben ja den Verein Zukunftsregion Zwickau e.V., der ja auch die ganzen Liederfördermittel bisher erfolgreich gemanagt hat. Was wird denn mit dem? Ist der dann Bestandteil? Ist das was Separates? Beeinflusst sich das? Weil gerade die Gebietskulisse ist ja auf Lieder abgestellt. Natürlich wird die Tourismusregion Zwickau auch ein Bestandteil in der Destination sein. Es wird ja trotzdem regionale Maßnahmen geben, die etwas enger koordiniert sind. Und in dieser Destination sind die verschiedenen, das ist auch aufgeführt, die Tourismusregion Zwickau, dieser Verein, der Tourismus, wie hießen sie? Also mir geht es jetzt um unseren eigenen Verein, Zukunftsregion Zwickau e.V. Die ist mit Bestandteil der Destination und die wird auch bestehen bleiben. Die bleiben erhalten und die sind auch weiterhin für die Verteilung der Mittel hier in der Region zuständig. Genau. Ja, danke. Herr Reinhold. Ja, es ist nochmal für mich zum Verständnis, was die Zahlen angeht. Wir bezahlen 43 Cent, der Landkreis bezahlt 43 Cent. Ist es dann so, dass Chemnitz 86 Cent bezahlt pro Einwohner oder bezahlen die auch die 43 Cent? Das habe ich jetzt nicht so richtig rausgehört, weil die ja in den Kreis frei sind. Herr Dietrich oder Frau Fischer, vielleicht können Sie noch mal dazu. Sie können hier ans Pult kommen. Ich gebe das Wort an Frau Fischer von der Tourismusregion Zwickau, die auch die Destinationsgründung maßgeblich mit koordiniert. Dankeschön. Sehr geehrte Oberbürgermeisterin, sehr geehrter Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte. Nochmal ganz kurz, ich weiß nicht, ob das jetzt ganz klar geworden ist. Also wir sind der Tourismusregion Zwickau e.V., der Tourismusverein, der für die Region jetzt eben schon seit fast 20 Jahren touristische Werbung macht. Und die Zukunftsregion Zwickau, die ganze Liederregion und die Liederprojekte dort beinhaltet, ist ein separater Verein und hat auch eine andere Gebietskulisse. Also unser Wirkungsgrad ist der komplette Landkreis, beziehungsweise 19 Mitgliedskommunen davon. Und die Zukunftsregion hat eben ein Liedergebiet, was klar definiert ist. Von der Finanzierung her ist es so, das ist ein bisschen kompliziert tatsächlich, deswegen muss man die Satzung auch ein Stück weit auseinanderhalten. Es ist so, dass damit wir als Tourismusverein in den Verband gehen können, bedarf es einer gewissen Summe. Das sind 222.000, also ich gehe jetzt mal von dem ersten Jahr aus, von dem ersten vollständigen Jahr, die wir quasi als Betrag in die Destination geben. Jetzt hatte die Oberbürgermeisterin ja schon ausgeführt, dass wir als Tourismusverein erhalten bleiben für viele verschiedene Aufgaben, aber vor allem natürlich als der Verein, der dafür sorgt, dass die Stadt Zwickau natürlich ihre touristischen Interessen dort in dem Verband auch durchsetzt. Also neben der Stadt Zwickau, die dort Mitglied ist, sind wir eine der drei wichtigsten Säulen an der Stelle, die dafür sorgen, dass unsere Mitglieder dort entsprechend eine Repräsenz haben. Also wir sind auch jetzt die dafür sorgen, kleines Beispiel zum Beispiel, in den nächsten zwei Wochen kommen 5 Reisejournalisten über die Landesebene, also weil die mit uns in Kontakt stehen eben, nach Zwickau und werden über Zwickau berichten und werden sich die Stadt anschauen und werden das touristisch nach außen geben. Bloß mal als kleines Beispiel, das ist unsere Aufgabe. Und wir bezahlen allerdings alle im Verband nach Einwohnern, also das beginnt bei 71 Cent im ersten Jahr. Das heißt, wir bezahlen das und auch die Stadt Chemnitz bezahlt das. Das ist das Finanzierungsmodell, damit wir in den Verband gehen können.
Das, was wir jetzt aber gemacht haben, ist eben, wir brauchen ja den gesamten Topf, nämlich Erhalt unseres Vereins und das Geld, die 222.000, die wir in den großen Verband geben. Und darauf basiert jetzt unsere Beitragssatzung. Und das ist die Beitragssatzung, der Sie dann eben auch zustimmen. Das ist die Beitragserhöhung, die für die Stadt Zwickau dann an der Stelle kommt. Also das sind zwei verschiedene Themen. Die Stadt Chemnitz bezahlt genauso wie wir 71 Cent pro Einwohner. Und wir mussten dann einfach sehen, also wie die Stadt Chemnitz das für Chemnitz dann gestaltet, das macht die Stadt Chemnitz selber oder die CWE selber. Und unser Finanzierungsmodell ist eben das, was Ihnen vorliegt. Und das beinhaltet die Beitragserhöhung, wie es eben schon erklärt wurde. Also ein Teil der Landkreise, ein Teil die Mitgliedskommunen und natürlich aber auch die Privatpersonen, die Privatmitglieder, wie zum Beispiel Hotels, Pensionen. Auch da gibt es nochmal einen Betrag und so setzt sich das Ganze dann zusammen. Können Sie trotzdem noch mal detailliert auf die Frage vom Dr. Esel eingehen, also ob die Stadt Zwickau doppelt bezahlt, weil wir ja zum einen, beziehungsweise dass ja über den Landkreis eine Finanzierung erfolgt, als auch jetzt durch die Stadt Zwickau, dass Sie bitte auf diese Fragestelle noch mal eingehen? Das kann ich gern machen. Also es ist so, dass wir, oder momentan haben Sie ja, oder bisher 15 Cent pro Einwohner bezahlt bei uns im Verein. Das war der Mitgliedsbeitrag. Wenn man sich das jetzt mal in den anderen Destinationen anschaut, ist es generell tatsächlich viel zu wenig. Also dort gehen die Mitgliedsbeiträge bis zu 1,20 Euro hoch. Es gab, das hatte der Herr Michaelis gestern kurz angerissen, es gab im SSG 2018, dazu wurde das Thema aufs Tableau gehoben und da gab es die Übereinkunft, dass der Landkreis also die notwendige Summe eben puffert, damit der Verein erstmal arbeitsfähig ist und daraus basierte dann eben, dass der Landkreis schon damals eben eine große Summe gepuffert hat und dies jetzt auch wieder tut, damit wir auf den notwendigen Beitrag kommen. Weil ansonsten wäre die Beitragserhöhung für unsere Mitgliedskommunen tatsächlich noch höher geworden. Also ist es eine Kofinanzierung, ja, zwischen Landkreis und Stadt? Genau. Keine Doppelfinanzierung. Wie das Verhältnis? Der Kreistag. Nein, der Landkreis Zwickau zahlt wesentlich mehr. Erster Herr Itzek hatte und dann die Frau Brückner, habe ich gesehen. Vielen Dank. Wir werden ja, dass es jetzt aufgrund der zusätzlich getätigten Ausgaben immer verworrener wird, wer zahlt nur was. Als erstes sollen wir heute darüber entscheiden, dass ein neuer Verein gegründet wird. Der kriegt irgendwo Geld her und der soll neue Mitarbeiter bekommen. So habe ich das gelesen. Von der Frau Oberbürgermeister habe ich gehört, wir wollen was touristisch für unsere Stadt machen, damit unsere Sehenswürdigkeiten, was wir alles so Schönes haben, nach außen getragen werden. Da muss ich sagen, wenn ich hier in der Stadt Zwickau sitze, im Stadtrat, da suche ich mal eine PR-Agentur, die tut uns mal ordentlich professionell vermarkten und das vielleicht nicht nur europaweit, sondern auch mal weltweit mit den Freunden, die wir ja haben in unserer Stadt. Genau beantworten kann das Finanzierungskonstrukt anscheinend keiner. Ich habe es selber auch noch nicht so richtig verstanden, weil wenn das alles so schön ist und das alles so stimmt und dass das gemacht werden muss, ist dann die Frage, warum treten nicht alle Landkreiskommunen diesen Verein mit bei? Das sind ja nur einige. Ich glaube, Meerane war nicht dabei. Warum halten die sich da raus und tun das nicht mit? Weil sie dann über den Landkreis vertreten sind? Gleich Frau Brückner noch. Ja, ich würde mal kurz auf den Herrn Itzek eingehen. Herr Itzek, das ist erklärt worden gestern, dass nämlich es bestanden drei Kreise. So, und als die zusammengelegt wurden, haben einige Kommunen schon woanders angedockt und sind natürlich nie bereit, jetzt dort wegzugehen. Aber ich wollte noch was anderes ergänzen. Der Dr. Luther hatte freundlicherweise den Vorschlag, den gestern unsere Fraktion gebracht hatte, dass man nämlich nach 3 Jahren das evaluieren sollte und gucken, was hier geleistet wurde für die Stadt Zwickau. Wir könnten es als Änderungsantrag machen, da wäre es umständlich, wenn wir es als Bitte mitgeben, dass dann Revue passiert wird und dass wir genau sehen, was in 3 Jahren, so ein Abstand müsste schon Minimum sein,
passiert ist, würde ich einfach anregen wollen. Die wird auf jeden Fall diese Anregung mitgenommen. Herr Lasch hat sich zu Wort gemeldet. Ja, ist jetzt nicht mein direktes Fachgebiet, aber ich weiß nicht, ob wir es so unglaublich kompliziert machen müssen. Das Ding heißt Verband Region Chemnitz-Zwickau. Das wird vermarktet als Region Chemnitz-Zwickau mit dem Ziel deutschlandweiter, europaweiter Sichtbarkeit. Und natürlich hat da die Stadt, wird eben nicht vermarktet als Verband Region Chemnitz-Merane oder Chemnitz-Rheinsdorf. Und natürlich hat die Stadt Zwickau schon alleine von dieser Benahmung und dieser Vermarktung den signifikanten Vorteil auch gegenüber anderen Kommunen im Landkreis. Und deswegen halte ich das für sehr gerechtfertigt, dass wir uns hier daran mit beteiligen, um genau die Ziele, die die Frau Oberbürgermeister am Anfang genannt hat, auch denen näher zu kommen. Ich möchte dem auch noch mal hinzufügen, dass es eben nicht irgendwie mal irgendwas, jetzt machen wir mal wieder irgendwas, sondern die Diskussion und die Beratung zu dem Thema, das habe ich in der anfänglichen Begründung ausgeführt, die gehen schon sehr lang und umfangreich. Und auch eine PR-Agentur, Herr Itzek, die so eine Aufgabe bekommt, mit dem Wirkungskreis, wird mindestens einen sechsstelligen Betrag brauchen, um die Aufgabe zufriedenstellend für uns zu erfüllen. Und der Vorteil ist ja einfach nicht nur, dass wir einem Verein beitreten und dort ein bisschen was machen, sondern es wird eine Destination gegründet, Herr Dr. Luther hat das ja ausgeführt, dass die Destinationsgründung eben schon einen Mehrwert hat in der touristischen Vermarktung und dass unsere Region bisher eben im Vergleich zu anderen Regionen in Sachsen an der Stelle noch deutlich unterrepräsentiert ist. Man kann das Erzgebirge an der Stelle beispielhaft nennen. Ich nenne ebenso die Städte Leipzig und Dresden oder eben auch die Sächsische Schweiz, die einfach deutlich bekannter überregional sind. Und der Anspruch, den wir haben, ist, vielleicht nicht wie Dresden die Bekanntheit zu erreichen, aber zumindest uns ein Stück weit dahin zu entwickeln, weil wir eben schon sehr viel Potenzial in unserer Stadt haben und im Verhältnis dazu viel zu wenig touristische Wahrnehmung haben. Und es ist ein Wirtschaftsfaktor, den wir unbedingt entwickeln müssen. Insofern hoffe ich, dass die Destinationsgründung hier ein Schritt nach vorne ist und habe die Erwartung, dass am Ende, ich weiß nicht, ob 3 Jahre schon einen signifikanten Anstieg zeigen werden, aber dass zumindest man in einem Zeitraum dann sagen kann, ja, wir entwickeln uns hier in die richtige Richtung. Ich habe eine Wortmeldung von Herrn Dr. Luther, Herrn Strunz und dann Herr Itzek. Ich hatte vorhin eins vergessen, das will ich an dieser Stelle nochmal sagen und die Worte vom Land und unserem Landrat zitieren, der das sehr einfach formuliert hat. Wir sollten als Stadt Zwickau beitreten, dem ganzen Verein, denn nur wer beitritt, sitzt mit am Tisch und kann mitreden. Und ich denke, das ist sehr wichtig, dass wir eben gerade uns selber als Stadt Zwickau dort in diesem Verband mit einbringen. Und dadurch sind wir in der Lage, praktisch uns entsprechend auch zu vermarkten. Vielen Dank. Herr Strunz, bitte. Ja, aus den 2 letzten Redebeiträgen ergibt sich für mich die Frage, wenn in anderen Regionen die Präsentation besser ist, also Sächsische Schweiz, Erzgebirge etc., sind die auch in einem Verband oder machen die eine eigene Vermarktung? Welche Erfahrungen liegen dort vor, ob wir dann wirklich mit einer eigenen Vermarktung besser dastehen würden? Das ist eben gerade der Punkt, was auch schon gesagt wurde. Also wir sind momentan auf der touristischen Landkarte ein weißer Fleck und die Verbände, die gibt es eben schon. Es gibt die 6 Verbände, das Vogtland, das Erzgebirge, die Sächsische Schweiz, die großen Städte. Also es gibt 6 Verbände und die machen eben seit einigen Jahren, die haben sich auch zu größeren Verbänden zusammengeschlossen und machen jetzt touristisches Außenmarketing, damit sie diese Außenwirkung eben erzielen können. Und nur weil die, also oder sicherlich auch, weil die in diesen Prozess gegangen sind und diesen Weg gegangen sind, haben sie jetzt eben auch die touristische Außenwirkung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es geht ja auch darum, klar, eine PR-Agentur kann da vielleicht auch Dinge erreichen, aber wir allein als Tourismusregion selber, auch die Stadt Zwickau, werden Probleme haben, zum Beispiel auf der Landesebene touristisch so nach außen zu strahlen, wie es jetzt durch die Tourismus-Marketing-Gesellschaft Sachsen zum Beispiel ist, die auf ihrer Website 50.000 Zugriffe hat im Monat, wo wir sagen können, bitte platziert die Stadt Zwickau dort präsent als eine von 7 Destinationen in Sachsen.
Dort kommen die Leute hin, dort wird das gelesen. Reisejournalisten, hatte ich gerade gesagt, werden aufmerksam, berichten über Zwickau. Das sind alles tatsächlich Dinge, die uns nicht offen stehen. Auch SAB, also die Fördermittel. Hier geht es wirklich ganz konkret darum, auch ein kleines Beispiel. Wir haben dieses Jahr mal ganz konkret gesagt, wir stellen jetzt mal 30.000 Euro ein für die Stadt. Hier kann zum Beispiel ein eigenes Tourismusmagazin gefördert werden mit einer Förderquote von 80%. Da kann man, also da haben sie schon einen finanziellen Mehrwert, oder es geht eben wirklich um FR Regio oder GRW Infra, um Förderprojekte, wo sie eine 15% höhere Förderquote erhalten. Also das sind monetäre Vorteile, die sie da natürlich haben, neben der immensen Außenwirkung, die wir überregional tatsächlich so schwer bis sehr, sehr teuer erkauft eben nur bekommen könnten. Also es ist wirklich wichtig, dass wir auf der großen Ebene mitspielen, damit das touristische Potenzial, was Zwickau ja auf jeden Fall sehr, sehr stark hat, einfach nach außen strahlen kann. Und das bezweifle ich, dass wir das schaffen, wenn man das jetzt selber im eigenen oder aus eigener Kraft heraus macht. Und es wird einfach viel teurer tatsächlich an der Stelle. Herr Itzek. Wenn ich es richtig verstanden habe, würde der Verein durch die Beiträge, die er dann einnimmt, eine Erstausstattung, nennen wir es mal so, bekommen von 222.000 Euro im Jahr, richtig? Wie hoch sind die Lohnkosten für die Mitarbeiter für dieses erste Jahr, die dann dort tätig werden sollen, in Summe? Den Businessplan habe ich jetzt gerade liegen lassen, aber die Lohnkosten sind 24% im ersten Jahr und steigen dann bis 27 auf 42%. Das ist das, was die Oberbürgermeisterin erzählt hat, dass es gibt ja die Kriterien, die wir erfüllen müssen, damit das Land uns den Status zugesteht, dass wir eine Destination sind. Dazu gehören 5 Vollzeitäquivalente, die entweder einen Hochschulabschluss oder eine vergleichbare Berufsausbildung haben. Und darauf basiert dann natürlich auch der Businessplan. Und es ist so, vielleicht nur noch mal zur Erklärung, die Steigerung, die auch dadurch geschieht, wir haben das als Stufenmodell aufgebaut, damit einfach der finanzielle Einschnitt jetzt eher sanfter ist, und haben versucht, dort an der Stelle noch mal ein Stück zu sparen und gehen jetzt erstmal mit weniger Personal in die Destination. Und das wird dann im Personalbestand ansteigen. Wir haben es auch so gemacht, dass wir die Geschäftsführung im Verband ehrenamtlich machen, unter uns Geschäftsführern in den nächsten Jahren, sodass wir auch da erstmal noch Geld sparen und erst ab 25 ein hauptamtlicher Geschäftsführer eingesetzt wird. Aber ich kann Ihnen den Businessplan, ich kann Ihnen gerne nochmal zeigen. Dort ist das nochmal alles genau aufgeführt. Wie gesagt, das ist alles darauf zugeschnitten, dass wir überhaupt die Kriterien gemeinsam erfüllen können. Herr Forster. Sorry, ich muss noch mal nachfragen. Mir entzieht sich immer noch, wenn die Stadt Zwickau dieser Destination nicht beitritt, sitzen wir nicht, wie hat Dr. Lotter gesagt, nicht an dem Tisch und werden dann, sage ich mal, aus diesem Topf nicht bekommen. Wir sind doch aber schon über den Landkreis dort involviert. Was ist jetzt der Unterschied davon, ob wir an dem einen Tisch auf der rechten Seite sitzen oder an dem anderen Tisch auf der linken Seite? Das entzieht sich mir. Tut mir leid. Also ich kann es ganz offen so sagen, wenn der Beschluss heute nicht zustande kommt, dann sehe ich Probleme, ob die Destination bestehen wird, weil es macht ja auch Chemnitz-Zwickau-Region dann auch tatsächlich wenig Sinn an der Stelle. Auch wenn der Kreistag dankenswerterweise zugestimmt hat, aber uns fehlt natürlich der touristische Leuchtturm in der Region, wenn dem Beschluss nicht zugestimmt wird. Weil die Stadt Zwickau selber dann eben nicht am Tisch sitzt, sondern nur ein Vertreter des Landkreises. Genau. Gut, gibt es weitere, Herr Itzek? Also gestern haben wir dazu eine andere Verlautbarung gehört. Entschuldigung, Herr Itzek, Sie hatten schon 2 Redebeiträge und da muss ich Ihnen leider das Wort wieder entziehen, es tut mir leid. Gibt es weitere Wortmeldungen? Das sehe ich nicht. Dann beende ich die Diskussion, stelle die Beschlussvorlage 28/2022 zur Abstimmung. Wer dem seine Zustimmung geben kann, dem bitte ich um das Handzeichen. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltung? Dann ist das bei wenigen Gegenstimmen und 2 Enthaltungen so beschlossen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Fischer. So, wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt 3.3. Beitritt der Stadt Zwickau zur internationalen Organisation Mayors for Peace, Beschlussvorlage 42/2022. Sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, mit seinem Beschluss vom 19. Dezember 2019 hat sich der Stadtrat klar zum Verbot von Atomwaffen bekannt. Die Anregung, auch eine formale Mitgliedschaft bei Mayors for Peace zu prüfen, kam aus unserer Partnerstadt Dortmund. Im Unterschied zu den anderen kreisfreien oder ehemals kreisfreien Städten in Sachsen sind wir bisher nicht Mitglied aus dem Landkreis Zwickau. Aus dem Landkreis Zwickau ist bisher die Stadt Hartenstein Mitglied, wie es in der Vorlage steht, und die Stadt Oberlungwitz. Da danke ich der freien Presse für den entsprechenden Hinweis. Die Beschlussvorlage ist aus grundsätzlichen Erwägungen eingebracht worden. Es handelt sich nicht um eine Reaktion auf Russlands Krieg in der Ukraine, wie auch aus dem Datum der Vorlage, der 16. Februar 2022, ersichtlich ist. Seither hat sich die Welt aber verändert. Konnte man bisher noch mit Blick auf die Zeit des Kalten Krieges die Ansicht vertreten, die atomare Abschreckung zwischen den Großmächten diene im Ergebnis auch dem Frieden, ist das in Anbetracht der Kriegsverbrechen unserer Tage kaum aufrechtzuerhalten. Die aktuellen Bilder rücken noch eine weitere Erwägung in den Fokus. Am Ende des Kalten Krieges verfügte die junge Ukraine über das drittgrößte Atomwaffenarsenal der Welt. Im Zuge des Budapester Memorandums vom 5. Dezember 1994 gab die Ukraine ihre Atomwaffen, wir sprechen von einer mittleren vierstelligen Zahl, an Russland ab. Im Gegenzug erhielt die Ukraine Sicherheitsgarantien auch von Russland. Ist das nun ein Argument für Atomwaffen? Meines Erachtens nicht. Eine Friedensordnung für die ganze Welt kann nicht darauf beruhen, dass jeder einzelne Staat Atomwaffen besitzt. Denn abgesehen von den Unwägbarkeiten politischer Machtwechsel geht von jeder einzelnen Atombombe allein schon durch ihre Lagerung und durch ihren Transport eine Gefahr aus. Und deshalb wollen wir Teil dieser starken internationalen Gemeinschaft werden, wenn auch das Ziel einer atomwaffenfreien Welt nicht heute oder morgen zu erreichen sein wird, so lohnt es doch, diesen langen Weg einzuschlagen. Die Lösung heißt Abrüsten. Der Haupt- und Verwaltungsausschuss hat sich in seiner Sitzung am 15. März mit der Vorlage beschäftigt und sie bei einer Stimmenthaltung zur Beschlussfassung empfohlen. Und ich möchte Sie bitten, sich diesem Votum anzuschließen. Ich eröffne die Diskussion. Gibt es hier von Ihrer Seite Wortmeldungen? Das sehe ich nicht. Dann stelle ich die... Herr Wolf? Ich bin auch gegen Atomwaffen. Ich bin auch von Frieden. Aber die ganze Diskussion ist doch nicht leicht blauäugig. Gucken Sie, ich habe ja vom Dienstag, dem 15. März 2022, die Freie Presse da liegen. Da steht, Bundesluftwaffe bekommt Tarnkappenbomber F-35. Entschuldigung. So, wird als modernstes Kampfflugzeug der Welt bezeichnet und so weiter. Also die Bundeswehr wird umgerüstet auf diese F-35-Bomber. Grund dafür ist, dass diese Flugzeuge die in Deutschland lagernden amerikanischen Atomflugkörper tragen können. Und da sieht man doch eindeutig, wie die von Ihnen allen mitgewählte Bundesregierung die Sache sieht. Da weiß ich nicht, was wir hier für einen Aktionismus betreiben, wenn wir dort drüber abstimmen. Das ist eine gut gemeinte Farce, aber mehr nicht. Gibt es weitere Wortmeldungen? Dann möchte ich doch noch mal dazu ergänzen und sagen, dass wenn sich eine Stadt dazu entscheidet, Mitglied in einer Organisation zu werden, die sich gegen Atomwaffen ausspricht, dann steht das aus meiner Sicht nicht entgegen Entscheidungen, die
in der Bundeswehr oder bundespolitisch getroffen werden. Ich denke, es ist gut gelebte Demokratie und Gewaltenteilung, dass wir in unseren Kommunen die Möglichkeit haben, uns dazu anders zu stellen, eine andere Auffassung zu vertreten. Insofern ist Ihr Einwand berechtigt, Herr Wolf, aber für mich kein Widerspruch, eben dieser Vereinigung beizutreten. Gibt es weitere Wortmeldungen? Das sehe ich nicht, dann beende ich die Diskussion, stelle die Beschlussvorlage 42/2022 zur Abstimmung und bitte um Ihr Handzeichen, wenn Sie der Vorlage zustimmen können. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltung? Dann ist das bei 6 Enthaltungen und einer Gegenstimme so beschlossen. Wie bitte? Herr Schick, Sie hatten? Okay, Entschuldigung. Dann 7 Enthaltungen und eine Gegenstimme. Vielen Dank. Wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt 3.4. Änderungen, Vorhabensbeschluss, Beschlussvorlage 167/2022 zur Erneuerung der Beckenauskleidung im Strandbad Zwickau-Planitz mit Mitteln aus dem Bundesprogramm Sanierung kommunaler Einrichtungen. Und ich bitte hier Herrn Bürgermeister Lasch um Vortrag. Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, werte Damen und Herren Stadträte. Der Stadtrat hat am 20.09.2018 einstimmig einen Grundsatzbeschluss zur Erneuerung der Beckenauskleidungen im Strandbad Zwickau-Planitz gefasst. Der entsprechende Vorhabensbeschluss mit einem Gesamtumfang der Maßnahme von 4,545 Millionen Euro bei 2 Millionen Euro Fördermitteln wurde am 29.10.2020 mit einer Mehrheit von 41 Ja-Stimmen verabschiedet. Nach Durchführung der notwendigen Planungsarbeiten und Ausschreibung der ersten Lose ergeben sich jetzt Mehrkosten in Höhe von ca. 573.000 Euro im Vergleich zum ermittelten Wertumfang aus dem Jahr 2020. Die Mehrkosten betreffen insbesondere die Lose 3 Edelstahlbecken und 4 Schwimmbadtechnik. Aufgrund der Entwicklung des allgemeinen Baupreisindex, insbesondere im letzten Jahr mit einer Steigerung um ca. 15% und einer Erhöhung der Stahlpreise im selben Zeitraum um ca. 60%, müssen die vorliegenden Preise jedoch als gegenwärtig marktgerecht und ortsüblich angesehen werden. Um die Maßnahme in dem beim Fördermittelgeber beantragten und genehmigten Leistungsumfang umsetzen zu können, ist daher die Bereitstellung der überplanmäßigen Mittel erforderlich. Ursprünglich war vorgesehen, mit der Änderung des Vorhabensbeschlusses zugleich die ersten Vergaben zu beschließen. Nachdem die Anbieter allerdings keine Verlängerung der Bindefrist gewähren konnten, wird eine Neuausschreibung notwendig. Der in der Presse geäußerte Vorwurf, hier sei etwas verschlafen worden, ist insofern falsch. Ebenfalls irrig ist die Behauptung, dass die überplanmäßigen Mittel bei der Maßnahme Notreparatur 04 Bad eingespart werden sollen. Es handelt sich bei der Deckungsquelle um eine Übertragung nicht verbrauchter Zuschüsse des Sportstättenbetriebes aus dem Jahr 2021 in das Jahr 2022. Die vom Stadtrat beschlossenen Mittel zur Notreparatur des 04 Bades stehen im Wirtschaftsplan 2022 des Sportstättenbetriebes in voller Höhe zur Verfügung. Der Finanzausschuss hat Ihnen in seiner Sitzung am 8. März die Zustimmung zur Vorlage mehrheitlich empfohlen. Auch ich bitte um Zustimmung zur Vorlage. Ich habe eine Wortmeldung, Herr Dr. Bayerlein. Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, werte Mitglieder des Rates, jeder von uns merkt es persönlich, dass derzeitig im Alltag die Kosten steigen. Insbesondere kommt das natürlich im Baugeschäft sehr in unser Bewusstsein. Dass zwischen Grundsatzbeschluss und der Planung inklusive der Ausschreibung 3 Jahre vergehen, ist im Grunde genommen nicht hinnehmbar. Somit stehen wir wieder einmal, bildlich gesprochen, vor einem Scherbenhaufen, der uns viel Geld kostet. Wie weiter? Genau diese Frage haben wir uns am Montag in der Fraktion gestellt. Wir haben lange darüber debattiert, welches der richtige Weg aus dieser Misere ist. Ich kann Ihnen sagen,
Wir haben keinen einheitlichen Weg gefunden. Es wurde abgewogen zwischen Reparatur, Auskleidung mit PVC und Edelstahl. Diese Variante in Edelstahl wurde teilweise in der Fraktion benannt. Das ist eine Mercedes-Variante, die könnte man in der heutigen Zeit gar nicht mehr darstellen. Es gab also ein Pro und Contra. Und eine einheitliche Stimmungslage war natürlich in der Fraktion somit nicht erreichbar. Somit wurde es auch heute in der CDU-FDP-Fraktion ein unterschiedliches Abstimmungsverhalten geben. Ich als ein Vertreter der Machbarkeit mit Edelstahlauskleidung möchte noch einmal aus meiner Sicht die Situation darstellen. Wir reden über sehr, sehr viel Geld. Und das Geld wird durch Corona und durch die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine demnächst nicht mehr werden. Die Kassen in der Kommune werden nicht prall gefüllt. Somit ist es sehr wichtig, wo wir investieren, um einen nachhaltigen Nutzen zu erzielen. Der bisherige Werdegang wurde soeben von Herrn Lesch geschildert. Wie schon gesagt, in dem Prozess der Findung, welche Maßnahme am besten geeignet ist, wurde 2018 darüber diskutiert. Unter die Randbedingungen, Bauzeit, Fördermöglichkeiten, Kosten waren vorausgegangen. Das heißt, seinerzeit vor dem Grundsatzbeschluss wurde darüber diskutiert, welche Erfahrungen wir mit dem Bestand gemacht haben durch Erneuerung der Fliesenbetrages. Da kann ich aus der heutigen Sicht sagen und berufe mich da auf das Sportamt, wir liegen im Jahr durchschnittlich seinerzeit 50.000 Euro. Ob dieses, wenn man da dabei bleibt, noch zu halten ist, möchte ich in Frage stellen. Auskleidung mit Folie, die Geometrie der Becken ist auch als Nutzung in Verbindung mit der Dauerhaftigkeit einer uneingeschränkten Vandalismussicherheit spricht nichts für diese Alternative. Die Auskleidung mit glasfaserverstärktem Kunststoff. Die GFK-Becken werden eigentlich bei kleineren Schwimmbädern bzw. im privaten Bereich eingesetzt. Eine fachgerechte und nachhaltige Verkleidung der Becken in der vorhandenen Größe und der Geometrie könnte mit dieser Version nicht vollumfänglich gewährleistet werden. Aufgrund des Fertigungsverfahrens kann es zu unterschiedlichen Schichtdicken kommen, wodurch leichte Lecklagen entstehen können. Die Haltbarkeit von GFK-Becken liegt unter der vergleichbaren Verkleidung aus Edelstahl. Damit sind wir in 2018 zur Auskleidung mit Edelstahl gekommen. Herr Lesch hatte es gesagt, dieser Grundsatzbescheid entstand 2018. Im Rahmen der Bewerbung in 2018 hat man damals die Förderbedingungen für Beckenauskleidung in Edelstahl beachtet, da die Förderung für investive Projekte mit besonderer regionaler Bedeutung, mit sehr hoher Qualität und Nachhaltigkeit sich bezieht. Damit kam der Grundsatzbeschluss im Stadtrat 2018 einstimmig zustande. Ich möchte darauf hinweisen, dass in unserer Region Freibäder in Wilka-Haslau, das sogenannte Herdbad, das Freibad in Manniswalde und das Freibad in Hartmannsdorf eine Edelstahlauskleidung verfügen. Aktueller Sachstand. Aufgrund der Entwicklung des allgemeinen Baupreisindexes sind in den Ausschreibungen über Los 2 Edelstahlbecken und Los 3 Schwimmbadtechnik Mehrkosten in großer Höhe von ca. 600.000 Euro aufgetreten. Durch das Bauamt wurden alternative Lösungsansätze untersucht. Man hat betrachtet eine Neuausschreibung mit reduziertem Leistungsumfang. Das heißt, 2 von 3 Becken werden nur mit Edelstahl gemacht. Das zieht natürlich eine Mengenminderung
nach sich, die letztendlich zu keinen Kosteneinsparungen führt, da höhere Einheitspreise in diesen kleinen Sachen zu erwarten ist. Die Zustimmung des Fördermittelgebers wäre bei dieser Variante erforderlich, da das beantragte Förderziel nicht erreicht wird und das Risiko der Aufhebung eines Zuwendungsbescheides steht somit im Raum. Eine Zurückstellung dieser Maßnahme erfolgt garantiert in den Folgejahren Kosten, die nicht unerheblich sein werden. Wie schon vorhin angesprochen, die 50.000 Euro werden in Zukunft garantiert nicht mehr auskömmlich sein. Eine Neuausschreibung ist somit unbedingt erforderlich, da die Bindefristen für die angegebenen Angebote abgelaufen sind. Hier sei bei der Neuausschreibung ist zu beachten, dass die Bauzeit eine parallele Ausführung zu der gleichzeitigen Nutzung des Freibades mit einfließt. Eine komplette Schließung des Freibades wäre natürlich ein Genickbruch für die Stadt Zwickau. Und deshalb ist das unbedingt zu beachten. Ein wesentlicher anderer Punkt noch wäre, dass zum Erhalt der Fördermittel die Arbeiten bis zum Dezember 2024 abgeschlossen sein müssen. Das heißt, die Ausschreibung jetzt erfordert eine Vergabe und ein Baubeginn im Herbst diesen Jahres. Damit wäre die Zeitschiene aus meiner Sicht gegeben. Zuletzt möchte ich Sie dann doch nochmal auf Kosten hinweisen und den Blick mal über den Rand führen. Die Edelstahlauskleidung kostet uns als Stadt Zwickau 3 Millionen Euro. 2 Millionen Euro kommen vom Fördermittelgeber. Wenn man betrachtet, dass eine Edelstahlauskleidung mehr als 20 Jahre Bestand hat, und ich gehe aber einfach mal von den 20 Jahren aus, würde bei 3 Millionen Eigenanteil 150.000 Euro für die Stadt Zwickau zu Buche stehen. Und jetzt betrachte ich mal die 150.000 Euro im Jahr für wie viele Nutzer. Ich habe mir da die Zahlen eingeholt und habe einen Mittelwert gebildet aus den Jahren 2017, 18, 19. Das heißt, die Besucherzahlen vor Corona. Und da kommt man rund auf 70.000 Besucher. Das heißt, 150.000 Euro für 70.000 Besucher für das Strandbad Planitz. Das klingt viel, aber ich bringe jetzt mal einen Vergleich zustande und man möge mir verzeihen, dass ich vielleicht hier doch ein Objekt genommen habe, das natürlich sehr hochwertig ist. Wir haben gerade unser Theater in der Stadt Zwickau generalsaniert. Wir haben heute noch auf der Tagesordnung die Schlussrechnung. Diese Summe spare ich mir jetzt auszuführen. Aber jeder von uns weiß, dass die Stadtverwaltung einen Zuschuss von 6 Millionen Euro gibt. Dazu kommt dann noch ein Zuschuss vom Blauen und noch eine weitere Million vom Kulturkonzept. Mit Nachfrage, wie viele durchschnittlich Personen das Theater besuchen, natürlich auch wieder für die Jahre 17, 18 und 19 vor Corona, habe ich die Auskunft erhalten, es sind 120.000 Zuschauer, aber insgesamt. Das heißt, insgesamt 120.000 Zuschauer für die Städte Plauen und Zwickau. Gehe ich von einer Aufteilung von 50% aus, habe ich also 60.000 Besucher in Zwickau. Und dafür geben wir als Stadtrat 6 Millionen Euro aus. Ich möchte in diesem Kostenvergleich nichts gegen das Gewandhaus sagen.
Es ist gut und richtig, dass wir als Oberzentrum dieses Theater vorweisen können. Aber es stände uns auch gut zu Gesicht, ein Strandbad Zwickau-Planitz zu haben, als kommunale Einrichtung im Bereich Sport, Jugend und Freizeit mit besonderer regionaler Bedeutung. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und ich werbe für die Änderung zum Vorhabensbeschluss. Danke. Herr Rudolf zeigt Antrag zur Geschäftsordnung an. Ja, ich hatte ja eingangs der Tagesordnung schon was dazu gesagt. Ich habe auch gesagt, wir können uns andere Varianten vorstellen und möchten die gerne ausführlich im Bauausschuss besprechen. Das macht aus meiner Sicht keinen Sinn, dann jetzt eine lange Debatte dazu führen, weil diese anderen Varianten können wir hier nicht besprechen. Hier haben wir eine Beschlussvorlage, zu der wir reden können. Da ist jetzt kein Platz für das, was wir uns vorstellen und was aus unserer Sicht sinnvoll ist. Deswegen bitte ich jetzt einfach, dass wir über den Antrag von uns abstimmen, diesen Antrag in den Bauausschuss zu verweisen. Danke. Antrag zur Geschäftsordnung von Herrn Heinzig. Das ist kein Antrag, Frau Oberbürgermeisterin. Also ich habe nichts dagegen, dass das in den Bauausschuss überwiesen wird. Aber ich muss mal sagen, wenn die CDU-Fraktion hier sprechen darf, dann möchte ich hier auch sprechen, bevor es in den Bauausschuss überwiesen wird. Das finde ich zutiefst ungerecht, dass also einer was sagen kann und alle anderen dürfen dann nichts mehr sagen. Ich mache mal einen Vorschlag zur Güte. Ich wäre dafür, wenn jede Fraktion einmal spricht. Ist aus der Fraktion SPD Grüne Tierschutzpartei Herr Heinzig und dann hat sich Herr Dr. Else gemeldet. Vielen Dank. Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, werte Mitglieder des Rates, zwei Bemerkungen vorab. Auch ich spreche nur für einen Teil unserer Fraktion, allerdings ein bisschen in gegenteilige Richtung, weil auch wir uns nicht zu einer einheitlichen Meinung durchringen konnten. Und Herr Dr. Bayerlein, interessante Rechnung mit Schwimmbad, Theater. Da würde ich sagen, dann nur noch Straßen und Fußwege, die nutzen jeden Tag 83.000. Das wäre die optimale Lösung. Das als Vorbemerkung. Ja, was soll man dazu sagen? Täglich grüßt das Murmeltier. Zwickau baut und es wird teurer. Das scheint ein Naturgesetz zu sein. Ob wir Teiche ausbaggern und Schlamm lagern, Kitas sanieren oder in Marienthal ein Feuerwehrhäuschen bauen, es wird teurer. Warum soll das beim Strandbad anders sein? Und ein bisschen anders ist es hier doch. Denn diesmal wird es schon teurer, bevor wir überhaupt damit angefangen haben. Und damit haben wir jetzt plötzlich tatsächlich zwei Möglichkeiten. Wir können es machen wie immer. Also wir schimpfen hier, stellen unser Unwohl zur Schau, suchen nach Schuldigen, die wir natürlich nicht finden, weil es meistens gibt es ja auch gar keinen Schuldigen. Und dann stimmen wir zu. Das begründet man dann mit Fördermitteln, mit Planungsleistungen, müssen wir machen. Wir können noch mal was ganz Verrücktes tun. Wir stimmen mal nicht zu. Wer A sagt, muss ja nicht immer B sagen. Der kann auch erkennen, dass A inzwischen falsch ist. Was 2018 durchaus richtig gewesen sein kann, ist aus meiner tiefsten Überzeugung heute völlig falsch. Weil das Geld ist alle. Wir haben kein Geld mehr. Wir haben kein Geld, unsere maroden Straßen auch nur ansatzweise in Ordnung zu bringen. Wir haben kein Geld, den ohnehin benachteiligten Kindern der Rudolf-Weiß-Schule ordentliche Lernbedingungen zur Verfügung zu stellen. Wir haben schon gar kein Geld, das 04-Bad wieder betriebsfähig zu machen. Wir haben nicht mal 120.000 Euro für 4 Schulsozialarbeiter. Aber wir haben 3 Millionen für eine Premiumsanierung. Ich will das Wort Luxus nicht in den Mund nehmen, eines Strandbads. 3 Millionen.
Das mag sinnvoll sein, das mag nachhaltig sein, aber eins ist es mit Sicherheit nicht, es ist nicht zwingend notwendig. Dieses Bad ist funktionstüchtig und ich behaupte mal, dem Nutzer dieses Bades ist es relativ egal, ob sich unter ihm Kacheln befinden oder Edelstahl. Das merkt der gar nicht. Das ist dem Schnurz. So, die 50.000 pro Jahr Sanierung, das stelle ich mal, das ist vielleicht ein bisschen Humor, hätte man dann in 60 Jahren wieder rein. Sei es drum. Ich bin der Meinung und mit mir einige meiner Fraktionen, wenn das Geld wirklich alle ist, und da sind wir uns ja, glaube ich, alle einig, dann müssen wir das Wenige, was wir haben, so einsetzen, dort, wo es dringend notwendig ist und im Idealfall, wo es möglichst vielen Bürgern dieser Stadt zugutekommt. Und das sehe ich hier nicht. Und deshalb bin ich der Meinung, Fördermittel hin, Planungsleistungen her, lassen Sie uns das Geld sparen. Am Ende sind das 2,8 Millionen Euro. Die können wir für Wichtigeres und für die Bevölkerung Nützlicheres einsetzen. Vielen Dank. Herr Dr. Else, bitte. Ja, Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen, da es ja heute offensichtlich üblich ist, heute am heutigen Tag immer erst das Verhalten der Fraktionen kundzutun. Also wir sind einstimmig diesmal. Was heißt diesmal? Wir haben eine geschlossene Meinung zu dem Ganzen. Und zunächst muss ich erst mal sagen, zur Geschäftsordnung. Herr Rudolph hat einen Antrag zur Geschäftsordnung gestellt. Und da ist es doch eigentlich üblich, dass es dafür eine Für- und eine Gegenrede gibt. Und Herr Rudolph, heute erleben Sie das, vielleicht ist einmalig in diesem Stadtrat, wir treten eine Fürrede an für Ihren Antrag. Auch wir sind dafür, dass das ganze Projekt, der Änderungsantrag, in die Ausschüsse oder in den Ausschuss zurückverwiesen wird. Ich will einen Punkt, also viele gute Sachen sind jetzt von Herrn Heinzig gekommen, ich will noch mal eins sagen, es ist vielleicht heute auch ein bisschen eine unglückliche Verquickung der Umstände, also sprich der Tagesordnung. Wir reden hier wieder über eine Riesensumme und gleichzeitig kommt heute noch auf der Tagesordnung, wie wir das 04-Bad retten wollen. Also das muss mir einer erklären, wie wir das unseren Bürgern verkaufen wollen. Und aus diesem Grunde nochmal, auch wir plädieren für einen Verweis oder Rückverweis in die Ausschüsse. Dankeschön. Sie würden für die Fraktion Die Linke sprechen, Herr Reichel? Ja. Frau Bürgermeisterin, meine sehr verehrten Damen und Herren Stadträtegäste, Herr Bürgermeister Lasch, ich möchte von vornherein sagen, dass wir nicht gegen den Bau des oder die Reparatur des Planungsbades sind. Wir haben uns in der Fraktion darüber unterhalten. Alle Dinge, die hier heute aufgezählt worden sind, auch für den Dr. Bayerlein, die wurden im Bauausschuss besprochen und auch beschlossen. Und dann kommt eine Vorlage, das wurden vergeben 180.000 Euro Planungsleistung, dann ist eine Summe genannt und mit einmal ist ja nur eine halbe Million oder 600.000, spielt ja in dem großen Haus überhaupt keine Rolle. Es geht doch einfach nur darum, dass wir wollen oder möchten, dass die Sache in den Bauausschuss zurückverwiesen wird, um die Dinge nochmal genau auszusprechen. Genau das, was angesagt wurde, was der Dr. Ellis gesagt hat, auch Sie, Dr. Bayerlein. Was ist denn wirklich mal zwingend notwendig? Der Bürgermeister Lasch hat gesagt, das ist ja alles im Sportstättenbetrieb besprochen worden. Ich glaube aber, es sind Dinge, die man nochmal umfangreich erklären sollte. Und wenn ich das lese, es ist aufgehoben worden, weil das die Zuschlagsfrist nicht eingehalten wird. Das soll im Juni Baubeginn sein. Da frage ich mich als Baufachmann, wenn ich im Juni ausschreibe und im vorgesehen dann Neuausschreibung und dann wollen wir im Juni eventuell anfangen zu bauen in einem Freibad, was momentan das einzige Bad in Zwickau ist. Da wollten wir bauen und dort gleichzeitig Teile erneuern. Das ist doch alles Unsinn, was wir machen. Man kann nur eins sagen, es müsste aufgehoben werden im Bauausschuss, da kann man besprechen, dann kann man sagen, ja, wir machen das. Und dann kann im Herbst gebaut werden oder nicht gebaut werden. Man muss doch das mal immer ganz logisch und sachlich sehen. Es kann doch nicht im Sommer, entschuldige bitte, natürlich haben wir in Mosel auch Bad, große Anerkennung.
Aber du hast doch vorhin gerade gesagt, Mösel würde nicht zu Zwickau gehören. Ach, Kreuzen, das ist ja noch schlimmer. Nein, Spaß beiseite. Ich glaube, man sollte dem Antrag unserer Fraktion nachkommen, die Vorlage in den Bauausschuss rücküberweisen, dass wir darüber wirklich mal offen, sachlich diskutieren. Es soll nicht verhindert werden, dass das Planungsbad wieder auf modernen Standpunkt gebaut wird, aber nicht einfach so mit dem Ball, jetzt, nein, das machen wir Edelstahl, machen wir das, machen wir jenes. Es sollte mal alle Dinge überprüft werden, was ist zweckmäßig. Und ich glaube schon, dass wir dann eine Lösung finden werden, wo wir auch mit den geplanten Mitteln auskommen. Vielen Dank. Herr Drechsel. Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, werte Stadtratsmitglieder. Also wir haben natürlich, wie alle Fraktionen auch, sehr darüber diskutiert und stehen eigentlich irgendwo doch auch irgendwie tief in dem Projekt drin. Und das macht es aber nicht einfacher in der ganzen Angelegenheit. Wir sehen, dass es wieder viel Geld kostet, dass es wieder teurer kostet. Und der Heinz hat hier viele gute Sachen gesagt, die auch sehr spannend waren. Das ist alles nichts Neues. Und wenn wir aber als Stadträte sind wir auch verantwortlich für Zukunft, ja, nicht bloß das, was jetzt gerade ist. Und wir haben gerade in der Vergangenheit auch viele Entscheidungen getroffen, die uns dann mal auf die Füße gefallen sind. Ich stippe da bloß mal Ballsportzentrum an, um jetzt mal von hier etwas abzuweichen. Da haben wir erst eine Turnhalle gebaut, obwohl wir vielleicht was anderes gemacht hätten. Und da ging es um 2,5 Minuten. Und insofern muss ich sagen, wir waren im zuletzt irgendwo dann doch gewesen, aber gesagt haben, es wäre vielleicht doch nochmal gut, auch das nochmal zurückzuverweisen. Und jetzt kommt aber das Aber. Wir haben ja gehört, dass wir bis zu einem bestimmten Termin fertig sein müssen. Was wir jetzt verlieren, ist wieder Zeit. Das heißt also, wir riskieren jetzt mit dem Wiederverweisen in den Ausschuss vielleicht eine Beschlussfassung im Juni. Da haben wir wieder fast ein halbes Jahr verloren von der letzten Ausschreibung bis jetzt. Wir riskieren damit, dass das Bad dann vielleicht zu ist, um das durchzuziehen, bis die Fördermittel Ende sind. Und wir riskieren, wenn wir gar nichts machen, dass wir 2 Millionen Fördermittel sagen, ja gut, war es eben, hätte sein können. Und das sind Spannungsfelder, die sind ja nicht einfach nur mit Ja und Nein, sondern mit den verschiedenen Meinungen und Gefühlen, und da ist wirklich Kopf und Verstand, das sind zweierlei Dinge. Und ich möchte jetzt nochmal sagen, auch für unsere Fraktion, wir würden das Risiko auch der Zeitverschiebung nochmal mitgehen und sagen, Leute, lasst uns nochmal im Ausschuss diskutieren und wir schauen mal, vielleicht finden wir doch eine gute Lösung, oder es war es eben. Danke. Jetzt hätte die Fraktion FFB noch die Gelegenheit. Gut. Dann beende ich die Diskussion. Herr Lasch, wollen Sie noch mal auf die Zeitschiene? Nur ganz kurz einfach ein Hinweis noch mal auf die Zeitschiene, dass das allen klar ist, worüber wir reden. Also Herr Stadtrat Reischl, Sie sprachen von Baubeginn im Juni. Das ist natürlich nicht geplant und so steht es auch nicht drin, sondern Vergabe der Leistungen im Juni war der Plan, um dann eben Richtung Winter mit Baubeginn zu können. Wenn jetzt in den Ausschuss verwiesen wird, hieße das Vorbereitung im Mai aufgrund der Fristen und dann, weil wir Mai keinen Stadtrat haben, gegebenenfalls Beschluss im Juni. Das heißt, das Thema Vergabe verschiebt sich nach hinten, das Thema Baubeginn jetzt im Winter wird in der Tat, Herr Drechsel, fragwürdig und das von Ihnen, Dr. Bayerlein, angesprochene Ziel 2023, möglichst viel Saison und Badebetrieb zu retten, gerät auch in Probleme. Also ob es dadurch billiger wird, gut, das wird die Diskussion im Zweifelsfall zeigen. Ich will nur darauf hinweisen, es ist eben nicht ein Monat Verzug, sondern es sind dann schon mal 3 Monate Verzug, die einfach entstehen. Frau Brückner, jede Fraktion hat Redebeitrag. Damit ist die Diskussion, Aussprache beendet. Es wäre jetzt, wie bitte? Wir haben einen Geschäftsordnungsantrag, den würde ich jetzt abstimmen lassen. Es gab ja Fürsprache. Ist noch jemand, der gegen den Geschäftsordnungsantrag sprechen möchte? Das sehe ich nicht. Dann stimmen wir über den Geschäftsordnungsantrag von Stadtrat Herrn Rudolph
ab, wer stimmt der Rückverweisung in den Ausschuss zu. Den bitte ich um das Handzeichen. Bauausschuss, Entschuldigung. Gegenstimmen, Enthaltung, dann ist das mehrheitlich so beschlossen. Antrag zur Geschäftsordnung, Herr okay. Dr. Schick. Ich möchte mein Abstimmungsverhalten erklären. Ja. Da ja die Redezeit begrenzt worden ist jetzt, Dr. Berlein hat ja gesagt, wir waren alle in der Fraktion auch unterschiedlicher Meinung. Und ich wollte eigentlich meinen Redebeitrag nutzen, um zu sagen, was die Gegenargumente waren. Die sind nämlich gar nicht gesagt worden oder einige davon. Also es wird im Bauausschuss noch mal ein paar Argumente mitkommen, warum die Verschiebung wichtig ist. Das ist noch nicht mal alles gesagt worden, da gab es noch ein paar mehr Punkte. Also wir haben uns das nicht leicht gemacht und haben es auch nicht zerreden wollen, sondern auch wir sehen das so, dass es aktuell neue Erkenntnisse gibt, die es ganz dringend dafür notwendig sind, noch mal drüber nachzudenken. Gerade das 04-Bad, was genannt worden ist, ein wichtiger Punkt. Das war beim Vorhabensbeschluss noch gar nicht bekannt. Und darauf muss man reagieren, weil das muss ja auch aufrechterhalten bleiben. Gut, wir machen eine kleine Pause. Es ist jetzt 19.06 Uhr und wir machen 19.15 Uhr weiter.